Alter, ist das peinlich. Als ich in den Kommentaren gelesen habe, wie dumm ich mich hier angestellt hatte, bin ich so krass im Erdboden versunken wie selten. Ja, gut, als Let's Player ist es natürlich schon nicht ungewöhnlich, auch mal dumm zu sein und unaufmerksam zu sein und so weiter und so fort. Aber das, das ist auf jeden Fall nominiert für den Fail des Jahres. Als wir nämlich kurz vorm Tempel des Tropfens hier bei diesem Dude waren, hatte ich ja nur ein Herz, ne? Und ich habe ihn beschuldigt, mich nicht geheilt zu haben. Aber ich war so blöd und habe nicht gecheckt, dass er mich... Also, beziehungsweise, dass ich noch in der Marionettenform war und er eigentlich mir nur zeigen wollte, wie ich die Schwerttechnik anwende. Ich bin einfach gegangen, anstatt die Schriftrolle an mich zu nehmen. Guckt gerne nochmal nach. Es ist so. Und dementsprechend haben wir eben noch nicht die Fähigkeit, dass wir mit weniger als einem Herz das hier machen können. Sondern erst ab jetzt. Weil ich Vollidiot halt einfach gegangen bin. So. Jetzt passt's aber. Und er heilt mich auch wieder. Siehste, also alle Anschuldigungen nehme ich zurück. Ich zeig dich natürlich auch nicht an. Ganz im Gegenteil. Ich sollte mich mal checken lassen. Okay. Danke für die Hinweise. In den Comments. Auch wenn einige Hinweise ein bisschen niveaulos waren. Aber okay, gut, da muss ich durch, wenn ich so blöd bin. Jetzt zu was ganz was anderem. Man kann nämlich hier in der Nähe von Links... Oh, da ist sogar noch eine Truhe. Von Links Haus. Einen coolen Typen treffen. Den man aus verschiedenen Zelda-Spielen kennt. Tingle! Ja! Auch in The Minish Cap ist Tingle am Start. Und ich würde mal sagen, wir sagen ihm gleich mal Hallo. Alles andere wäre ja echt unfreundlich, ne? Grüne Mütze, grünes Outfit. Bist du vielleicht eine Fee? Das gleiche könnte ich dich fragen. Wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe ein Glücksfragment. Du auch? Wollen wir Fragmente vereinen? Können wir machen, du. Zumindest, wenn ich das richtige Stück habe. Aber es sieht ganz gut aus. Jo. Hab ich parat. Bam, bam, badabam, badadam. Wo ist das denn? Ah, ich weiß ungefähr, wo das ist. Kurz vorm Schlosseingang. Da können wir eigentlich gleich vorbeischauen, aber vorher würde ich ganz gerne mal mit meinem Onkel Alberich vereinen. Hier war ich schon, ne? Ja. Weil laut den Comments können wir auf diese Weise eine relativ chillige Flasche bekommen. Also ganz einfach, ja. Einfach nur vereinen und abholen. Dann mache ich das doch, bevor wir zum nächsten Dungeon reisen. Wir brauchen auch endlich mal ein rotes Fragment. Geht doch. Die habe ich mittlerweile schon gehortet, weil sie keine Sau wollte. Ähnlich bei den blauen. Irgendwie waren nur noch die grünen angesagt. Weiß nicht wieso. Doch das ändert sich jetzt. So, und in dieser Truhe soll sich wohl eine Flasche befinden. Na dann. Wäre auf jeden Fall cool. Dann hätten wir schon 3 von 4 Flaschen. Und sind in diesem Bereich auch gut dabei, was die 100% angeht. So, der Baum um die Ecke. Warte, war das nicht hier? Nein? Karte? War das noch weiter oben? Ach so, shit. Ich hatte das eigentlich hier vermutet gehabt. Aber das stimmt wohl nicht. Oh nein. Das ist doof. Was ist denn hier eigentlich noch? Ich glaube, ich war hier sogar schon mal, oder? Und habe mich dasselbe gefragt. Es gibt hier in jedem Fall ziemlich viele Minish-Eingänge, die wir abchecken könnten, aber nicht machen. Nee. Weil ich habe ja gesagt, ich will mich dieser Sachen erst annehmen, wenn es soweit ist. Wobei die Truhen, wenn man sie öffnet, laut euch tatsächlich von der Karte verschwinden. Nur die diversen Höhleneingänge und so nicht.
Ja, deswegen ist es halt ein bisschen verwirrend. Finde ich aber nach wie vor blöd. Man hätte das doch so einfach lösen können. Beispielsweise, dass man, ja, Orten, die man noch nicht abgecheckt hat, einfach einen Rahmen gibt, ja? Irgendeine Farbe, gelb, rot, was weiß ich. Und wenn man das dann besucht hat, dass es dann einfach grün wird. Dann weißt du Bescheid. Aber ist halt nicht so. Okay, ich will jetzt aber wissen, wo das war, verdammt. Wo war dieser Eingang? Wenn es unterhalb nicht war, dann muss es hier gewesen sein, irgendwo. Alter. Gibt's doch nicht! Es muss ja auch irgendwas Besonderes gewesen sein. Ich meine, es war Tingle, ja? Ah, da ist es. Okay. Und? Und? Es ist... What? Okay. Wo zur Hölle bin ich? Da ist eine große Truhe. Was kann das sein? Brauche ich das vielleicht sogar? Oh, nee. Shit. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Warum auch immer. Ach so, Moment. Ich glaube, ich verstehe das. Es gibt mehrere Eingänge. Ja, hier sind auch noch weitere Bäume. So ganz zufällig. Gibt's noch mehr Tingles? Oder muss ich einfach irgendwo auf der Welt die richtigen Personen finden und mit ihnen vereinen? Damit ich Zugang zu den anderen Bereichen bekomme? Ich weiß es nicht, aber das könnte sein, ja. Da waren ja auch mehrere Leitern, man hat es ja schon gesehen. Na egal, wir werden es mit der Zeit schon rausfinden. Jetzt wollen wir uns noch die Flasche holen. Die sollte hier um die Ecke sein. Ach, schauen wir nochmal ganz kurz bei den Goronen vorbei. Die haben ja schon Fortschritte gemacht. Ich glaube, ich brauche noch mehrere, ne? Ja, 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 noch zwei. Vermutlich befinden sich die irgendwo in unterirdischen Höhlen, wo wir halt graben können. Und dann mit Wänden vereinen können, aber ja. Wo ich da hin muss, ich weiß es nicht. Hier ist auch nach wie vor niemand. Sehr auffällig. Ah, halt! Hier haben wir noch nie gegraben. Machen wir das doch mal. Bam! Aber ob hier gleich ein Gorone ist? Ich denk's nicht. Na, selbst wenn. Wir sollten ja alles überprüfen. Und ein paar Fragmente oder Rubine werden wir hier in jedem Fall finden. Aber wahrscheinlich auch Raubschleime. Moment, das war's? Nicht. Ach, doch hier! Hier ist tatsächlich eine Wand, die vereinen will. Ja, dann. Passt. Die nächste Mauer ist noch schwieriger. Aber wir versuchen es trotzdem. Deswegen hol ich Hilfe. Aber auch zu dritt werden sie es vermutlich nicht schaffen. Ich hab dich gerochen, mein Freund. Was machst du hier? Er hat ihn gerochen? Geh mal duschen. Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Yeah. So muss es sein. Vielleicht kann man auch irgendeinen Deutschen holen? Die kennen sich ja aus mit Mauern einreißen. Ne? Naja. Wir werden sicherlich irgendwann später noch einen Goronen finden. Aber sag mal, wieso ist denn eigentlich diese scheiß Tür nicht offen? Das ist total unnötig und doof. Jetzt muss ich nochmal so einen blöden Umweg gehen. Nur weil die Tür zu ist. Ich will aber den Trueninhalt... Und es ist tatsächlich eine Flasche. Sehr gut. Okay, Leute. Dann lasst uns mal weitermachen, oder? Wir sollen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, hier hinkommen. Ja, habe ich richtig verstanden, sonst wäre da ja kein Haken. Dann lass uns mal einen Weg suchen. Am besten einen, wo wir noch nicht waren. Und wo wir auch durchs Wasser können. Na, gerade im Wasser gibt es ja noch ziemlich viele unerforschte Dinge.
Und da sollten wir langsam mal anfangen. Gerade als Minish. Den ganzen Shit zu untersuchen. Oh, was macht denn der Gorman hier? Das nächste Haus baue ich hier. Ach, also kann man tatsächlich noch eine zweite Göttin einziehen lassen in ein Haus? Sehr gut. Aber wann? Nach dem nächsten Dungeon oder was? Das wissen wir nicht. Mir kommt da auch gerade ein Gedanke. War nicht hier noch irgendwo ein Ort, zu dem ich zurückkehren wollte? Ah, warte, was ist denn hier eigentlich? Nix? Schade. Aber ich erinnere mich da an was. Oder irre ich mich tatsächlich? Schwierig. Das ist schon so lange her, ne? Da weißt du gar nicht mehr, was da abging. Da war, glaube ich, der Prophet drin. Moment, will der Fragmente vereinen eigentlich? Ja! Ein rotes, sehr schön. Dann haben wir nun also auch mit Proemun vereint. Und es verschwindet dieser umgefallene Nein! Er steht wieder! Okay. Westliches Wäldchen. Das ist doch um die Ecke, ne? Ja, dann lass uns das doch mal überprüfen. Ja, das ist weiter unten. Ich weiß, jetzt mache ich wieder genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Sachen überprüfen, aber ich bin einfach so neugierig. Ist halt so. Wow, what the hell? Was ist denn das für ein Irrer? Wie viele Rubine man da verliert. Das waren, glaube ich, 100 Stück. Heftig. What the f... Was ist... Hä? Was macht dieses Herzteil da? Und seit wann ist es da? Das hat jetzt nichts mit den Fragmenten von eben zu tun gehabt. Das muss irgendwann vorher gewesen sein. Aber fragt mich nicht wann. Ach nein. Der hat einen Bruder? Hey, Tommy. Willst du mir nicht kurz zuhören? Ach, wer hätte das mit anderer Seite gemeint? Weil der hat doch irgendwie sowas gequatscht. Als ich nach langer Zeit heimkehrte, war da plötzlich eine Fremde im Haus. Ich bin doch so schüchtern und traue mich nicht, mit Fremden zu sprechen. Ich muss ein Gedicht darüber verfassen. In Haus und Herz ist keiner da. Wer bist du, Bösewicht? Nimm meine Sachen, kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Ich glaube, da ist einfach eine Frau drin und das war's. Moment mal, war das jetzt er selber? Ich dachte, das ist sein Bruder. Okay, das sieht eher aus wie seine Oma. Ich mag es lieber dunkel. Mach bloß nicht das Licht an. Doch, das mache ich. Ich bin hier der Herr im Haus, klar. Und ich will... Das ist ja... Was zur... Hölle? Seine Oma wurde... Zu einem Monster! Hä? Oh je, jetzt ist es raus. Erzähl's niemandem. WTF? Was geht denn hier ab? Am besten stelle ich keine Fragen mehr. Und geh einfach. Was für eine seltsame Nebenquest. Kriegt man jetzt auch noch was von ihm oder ist er jetzt einfach abgehauen? Ich glaube, der Typ ist weg. Na schön. Dann hauen wir auch mal ab. Das ist mir hier nämlich ein bisschen zu crazy. Deinem Wasser war ich doch auch bestimmt noch nie. Dann lass mal sehen, was da ist. Bin ganz neugierig. Oder hier oben. Aha. Eine Höhle. Boah, ich werde in diesem Spiel niemals den Überblick behalten können. Was ist das? Wahnsinn. Dum, 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 dum. Also Fragmente habe ich ja mittlerweile wirklich viele. Da
Da darf man sich dann schon verarscht fühlen, wenn die Leute, die man trifft, ein Fragment wollen, das man nicht hat. Ne, ist doch so. Oh, Lacker. Auch hier ist tatsächlich wieder ein Gerodener, der vereinen will. Das heißt, die nächste Wand wird eingerissen. Oder ist es schon die letzte? Ich weiß es ja nicht. Aber wir machen Fortschritte. Auch zu dritt haben wir es nicht geschafft. Ihr! Ein deutscher Gerodener. Der hilft euch. Es riecht nach leckeren Steinen von der anderen Seite der Mauer her. Hilfst du uns? Ja, tut er. Boom. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es die letzte Wand war, aber ich kann es irgendwie nicht so ganz glauben. Es gibt ja noch ziemlich viele Höhlen. Was? Noch ein Tingel! Ein blauer! Ja, hallo, Herr Fee. Tingel hat mich gebeten, auf dich zu warten. Er hat mir auch ein Fragment gegeben. Wollen wir Fragmente vereinen? Sag mir jetzt bitte, du willst eins, das ich habe. Gut, sehr gut. Swingle. Ich stell mal keine Fragen, warum der Swingle heißt, ja? Oh Gott, das ist nicht wahr. Und tatsächlich, wieder ein Zugang zu einer Baumhöhle. Heißt, es gibt 4 Tingels oder was? Und ich muss alle finden. Nur dann komme ich an den Inhalt der Truhe ran. Alles klar. Die ersten 2 haben wir ja schon mal ziemlich schnell gefunden, aber ich fürchte, den Rest werden wir ewig suchen. Auch dieser Minish will vereinen und das können wir. Allerdings ist mir dieses Stück jetzt ausgegangen. Oh oh. That's not good. Ach, wo ist das wieder? Ach, da waren wir vorhin. Da waren wir vorhin. Ja. Ist auch um die Ecke. Dieses Gewässer. War doch komisch, oder? Welches? Du meinst die Pfütze? Möglich. Natürlich frage ich mich jetzt, was da drin ist, aber soll ich wirklich schon wieder zurückgehen? Moment, da ist ja noch eine Höhle. Ja, was geht denn hier ab? Bam, badam, bam. Finden wir vielleicht noch einen Goron? Wenn es welche gibt, wie gesagt. Deine Technik, Link. Ja, war jetzt so halb richtig. Glücksfragment! Hier an der Wand vielleicht? Nein. Ach, Moment! Vielleicht sind diese Goronen ja auch einfach zufallsgeneriert. Will heißen, ich gehe in eine Höhle rein, egal welche, und dann ist da so, ja, ein Zufallsrechner, der halt sagt, okay, zu so und so viel Prozent wird der Spieler in dieser Höhle einen Goronen antreffen. Dann könnte es schon der letzte jetzt gewesen sein. Könnte, wie gesagt, ja. Ich weiß es nicht. Ach, und weil ich so neugierig bin, schaue ich jetzt nach. Mann! Ich schaue jetzt nach. Und zwar auch hier. Was ist da denn? Hau ab. Da ist die Pfütze. Rubine. Die muss ich jetzt schon wieder ausgeben, ne? Weil ich so heftig rich bin. Geht gar nicht. Dum, 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 da, da, dum. Was mache ich denn da jetzt? Ich kann ja nicht mal so eine blöde Fibel kaufen. Oder geht das jetzt mittlerweile? Ich glaub's aber nicht. Nein, ich glaube nicht. Falsch. Ich habe zu viel Geld. Warte mal. Was ist das? Magnus Schwertfibel Band 5. Wo kommt die auf einmal her? Willst du es lesen? Ja.
Kampf der Elemente. Du bist vielleicht schon einem Monster begegnet, das Eisflüche verwendet. Dieser Gegner hat die lästige Eigenart, immer wieder aus dem Nichts aufzutauchen, zu attackieren und dann wieder zu verschwinden. Richte doch einmal die Lampe auf ihn. Feuer gegen Eis. Irgendwie kennen wir den noch nicht, obwohl wir schon in einem Eis-Dungeon waren. Was zur Hölle? Was tun, Meister Magnus? Moblins, halb Mensch, halb Schwein. Sie sind große Gegner, die sich meist nahe dem Tuluria-Wald aufhalten. Kämpfe mit dem Schwert, edler Recke. Deine Mühe wird reich belohnt werden. Die 8 Wunder von Hyrule, 5. Talismane. Ohne dein Zutun verbessern sie deine Fähigkeiten. Wie wunderbar. So heißt es jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Gehabt dich wohl, Wetterleser. Gestern besuchte ich Alberich. Ich bin froh, dass er wohl auf ist. Doch da war dieser ältere Herr mit grünen Hosen auf dem Hügel. Nun, bis zum nächsten Band. Band 6. Ja, Mist, den Tingle haben wir schon getroffen. Wissen wir alles schon. Aber immerhin, der Tipp mit der Lampe war ganz nice. Und ich kann wohl... Ja, ich kann wieder ein Buch bestellen. Sehr gut. Okay, dann bin ich ja wenigstens 200 Rubine losgeworden. Läuft. Ja, er braucht schon Geld. Das ist so schwer und so viel. Ach, stört nur. Schmeiß ich raus aus meinem Geldbeutel. Ich benutze den nur, weil ich da meine diversen Karten drin habe. Weiß schon so, ne? Starbucks-Card und so. Subway-Card, aber den Rest. Pff, Geldscheine? Nein. Geldmünzen? Schon gar nicht. Quatsch. Okay, wir kommen tatsächlich schon an etwas ran, aber es werden dennoch 2 weitere Goronen gebraucht. Sag mir nicht, dass da jetzt Rubine drin sind. Nein! Nein! Why? I don't need this shit. Fuck life. Warum? Lesen wir halt das nächste Buch und hoffen, dass wir dann schon wieder was bestellen können. Das Money muss weg. Ich will es nicht haben. Warte, ich kann ja mal ein grünes Fragment kaufen. Nee, kann ich nicht. Ich muss erstmal so. Ja, komm, dann nehme ich halt das Rote. Dann nehme ich halt das Rote, auch wenn mich schon jemand gehatet hat dafür, dass ich 300 Rubine für so ein Ding rausgebe. Aber mache ich jetzt einfach mal. So ist es halt, ja. Wenn man rich ist, dann schaut man nicht auf den Preis. Sorry. Sorry, not sorry. Finde ich cool, dass die Bücher jetzt eine andere Farbe haben. Sehen so besonders aus. Magnus Schwertfibel Band 6. Was für ein komischer Part heute. Ja, nicht feuerfest. Kennst du jene Kreaturen, die am ganzen Körper bandagiert sind? Sie umklammern dich, wenn du in ihre Nähe kommst. Auch diese unangenehmen Gesellen haben eine Schwachstelle. Ihre Bandagen sind leicht entzündbar. So nimm denn jenes Item, das brennt. Ja, nee, ist klar. Todesgrabscher und Terrorgrabscher. Terrorgrabscher? Ist das einfach so eine Hand von so einem IS-Schwein oder was? Naja. Riesenhände, die nach dir greifen. Besiege diese fiesen Gegner mit Pfeil und Bogen. Okay. Die 8 Wunder von Hyrule, Nummer 6. Rubinschleime. Gierige Menschen werden von ihnen festgehalten und bestohlen. Je gieriger du bist, desto mehr Rubine werden dir geraubt. So sagt man jedenfalls. Es könnte allerdings auch ein Märchen sein. Und wieder erhielt ich einen Leserbrief. Was ist dein Hobby? Training. Also dann bis zum nächsten Band. Band 7. Ja, und welches Training? Tss. Der geht ja nicht mal ins Detail, der Typ. Was? Kann ich wieder Geld rausschmeißen? Ja, das liebe ich doch. Gut. Jetzt haben wir ziemlich viele Nebenquests gemacht, auch wenn es gar nicht geplant war. Aber so ist das halt in einem Zelda-Spiel. Das nächste Mal werden wir dann den neuen Weg abchecken, der uns wer weiß wohin führt. Und dann schauen wir mal, was wir dort erleben werden, oder? Bis dann und ciao.